Wenn ihr schon jemals gefragt habt, ob man das Wasser aus dem Wasserhahn hier in Italien trinken kann, die Antwort ist nein. Das ist der Esel und der Esel heißt Alex und das ist mein Produkt Lieblingstester und der heißt Frank Sam und zusammen haben wir für euch wieder was eingekauft. Wow, es ist Yogo, es ist Brios und es ist von Ferrero. Ich könnte fast schwören, dass ich etwas Ähnliches auch schon in Deutschland gesehen habe. Ja, bestimmt unter dem Begriff Kinder. Kinder wird hier verkauft unter Brios, aber auch nicht alles Kinderschokolade heißt Kinder. Und es gab auch wahrscheinlich stecken auch Kinder drin. Hier in Italien wäre ich mir da nicht sicher. Es gab auch mal ein Basketballteam in Italien, das hieß auch Kinder. Also von daher, Kinder ist hier auch eine Marke. Mhm. Da können wir auch hier hinten sehen, wenn wir das Ganze umdrehen. Da sehen wir nämlich hier gleich eine Produktshow. Und auch da ist unter anderem neben Nutella auch noch Kinder bei. Also wir sind uns sicher, das ist ein Produkt, das wir so in ähnlicher Form auch im deutschen Supermarkt finden. Allerdings da halt mit dem Kinder-Label. Marken. Wir haben hier bereits schon mehrere kleine Milchküchlein ausprobiert und damit haben wir jetzt... Wir sind nämlich zwei ganz, 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 ganz Süße, ne? Ganz, ganz Süße. Und ihr ja auch, sonst würdet ihr das nicht anschauen, ne? Ihr seid ihr süß? Ja, seid ihr ein süßes YouTube-Klickvieh? Bist du ein süßes, kleines YouTube-Klickvieh? Ne? Ja, weiter im Text. Yogo Brios. Hast du, glaube ich, was ausgewählt, was ich wiederum nicht getan hätte. Ich hätte nur Milch genommen. Du musstest unbedingt neben dem künstlichen Joghurt, der hier original aufgezeichnet ist, noch eine Aprikose oder Orange oder was soll das sein? Aprikose. Okay. Und vor allen Dingen, man achtet drauf, es ist auch noch hier mit so also extra soft und irgendwie auch noch wenig Kalorien. Mhm. Naja, zumindest was man halt hier so unter wenig Kalorien versteckt. Steht 3000 da. Pro Stück. Ja, auf jeden Fall schon mal in der großen Vorratspackung. Wir hoffen, dass wir es jetzt nicht bereuen. Oh, die erste Überraschung. Ja. Ein Gadget drin. Ein Gadget drin. Echt ist? Ui, also die Verpackung ist schon mal... aber kein Gadget hier. Ich dachte jetzt schon, da kommt eine Figur raus. Naja, aber hier, also die Außenverpackung ist schon mal sehr fantasievoll. Und hier, kann man tatsächlich an einem Gewinnspiel teilnehmen. Muss man nur seine persönlichen Daten angeben mit dem Kugelschreiber und dann kann man mit Sicherheit auch hier was gewinnen. Zum Beispiel hier so ein Nutella-Toaster, den ich übrigens sehr hübsch finde. Wünschst du dir einen Nutella-Toaster zu Weihnachten? Ja, oder hier. Möchtest du einen Essex. Aufruf starten? Schöne Jacken und Pullis und Kram. Ja, also man kann, wenn es schon nicht schmeckt, dann zumindest damit was gewinnen. Und ich reiche dir eins. Ah, ist das soft. Das muss erstmal aufpassen. Ja, man merkt schon, es ist definitiv weich. Ja. Salva freschezza. Ja, das ist also, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, diese Weiche. YouTube-Gehirn. YouTube-Gehirn. Fühlt sich schon so an wie Mr. Trashback. Ja, also zumindest es ist schon geruchsneutral. Oh, nein, aber wenn man es aufmacht, dann nicht. Optisch gibt es durchaus was her. Wie wir hier sehen können. Ja, mit lustigen Muster. Wir brauchen allerdings wieder den Vergleich dieses Musters hier hin. So sieht das Original aus. Das ist das Original, das ist die Ankündigung. Man könnte eine gewisse Ähnlichkeit. Man sieht sogar hier einen leichten Milch. Zumindest von der Seite her. Von der Seite nicht, aber hier vorne sieht man leicht Milch mit Frucht. An der Seite sieht es genauso blunder. Dreh's mal rum. Nein, da, dass man die Seite sieht, du Dödel. Da sieht man quasi so gut wie nicht. Gut, also dann wollen wir hier mal den entsprechenden Kuchen. Oh, njom, njom, njom. Ja, wollen wir jetzt mal... Oh, der bröselt schon auseinander. Eieiei, brösel, brösel. Das gibt schon mal Abzüge. Sehr weich. Oh Gott. Was haben wir getan? Ich hätte gerne eine Salami. Der Beefy wäre toll. Das ist wirklich ein Kuchen. Und wenn er aus der Atmosphäre hier kommt und mit Luft in Verbindung kommt, zerfällt er binnen von einer halben Minute in alle Atome.
Erstmal. Deshalb muss man schnell sein mit dem Essen. No. Auch hier die Pfoten, ja, sehr klebrig. Das ist schon mal ein Punktabzug. Oh ja. Frank schüttelt schnell nach. Ja. Mal Butter bei der Fische. Wir haben ja in einer unserer letzten Folgen komische Kirschtörtchen getestet und für extrem schlecht empfunden. Mhm. Das war ein für unsere Verhältnisse No-Name-Produkt, für italienische Verhältnisse vielleicht ein Name-Produkt, aber Freddy sagte uns bisher noch nichts. Das war jetzt ein Name-Produkt, sprich Ferrero steht eigentlich für Qualität, ja. Für eine, wenn schon eher für eine gleichbleibende Linie, für einen gleichbleibenden Geschmack, sprich schmeckt mir das eine, ist die Chance wahrscheinlich relativ oder ist die Chance relativ groß, dass mir auch ein anderes Produkt schmeckt. Ja. Aber das war jetzt wirklich scheiße. Scheiße. Also würde ich auch sagen, genauso 0,5 Punkte. Vielleicht, weil es fluffiger war, weil es wirklich fluffiger war, wer drauf Wert legt, ich persönlich nicht, weil muss ich mehr vom Boden aufheben, weil ich ein Krümelmonster bin. Vielleicht mit viel, viel, viel gut, nett ein Punkt. Wobei eins ja sowieso der Anfangspunkt sein sollte und die Kirschtörtchen ja eigentlich so schlecht waren, dass wir nur 0,5 Ausnahme gemacht haben. Also ich würde... Also eins. Ja, ich bin auch bei einem Punkt geschmacklich bei 0,5, aber die Verpackung, da haben sie sich durchaus was dabei gedacht, haben sich Mühe gegeben, auch das Produktdesign finde ich nett, deshalb nochmal einen halben Zusatzpunkt, insgesamt also ein Punkt. Also die Packung war ansprechend. Ja. Die Packung hat Lust drauf gemacht, der Kuchen nicht. Hast du sehr schön gesagt. Ja, es ist, also in Italien werden wir nicht fündig, ne? Italien... Wann bist du klein geworden? Italien hat scheinbar für uns, zumindest im süßen Sektor, nichts zu bieten. Nichts zu bieten. Aber wir haben ja noch leckere Knusper-Snacks, die wir auch noch für euch testen werden. Und vielleicht werden wir ja da im salzigen Bereich eher fündig. Ne? Okay. Schnuffel. Gut, ich weiß jetzt nicht. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal den Mund ausspülen. Und bis gleich. Wir kriegen das nie raus, dass die denken, wir sind schwul. Aber du hast die Vaseline schon wieder offen gelassen. Ja, mein Gott, der Arsch zwickt halt so. Ja.